Willkommen zu den heutigen Vivi News. Heute geht es um eine neue Partnerschaft, die Vivi wahrscheinlich in dem asiatischen Markt extrem gut aufstellen wird. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Disney Comic Drop an und wir schauen uns auch gleichzeitig noch den nächsten Marvel Comic Drop an. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, dein VVOG mit den wichtigsten VV-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall mit einem super spannenden Thema damit dabei ist. Deswegen würde ich auch sagen, schnack ich gar nicht lange rum. Wenn dir aber natürlich mein Kanal gefällt, dann abonniere den auf jeden Fall sehr gerne, um kein weiteres Video zu verpassen, um genau solche Ankündigungen auch nicht zu verpassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Und ich würde sagen, starten tun wir an dieser Stelle auch direkt mit diesem super spannenden Thema, und zwar nämlich Alibaba x Vivi. Und wir haben ja an dieser Stelle kein offizielles Statement von Vivi, aber vom CEO einen Instagram-Post bekommen, und zwar nämlich David Yu. Und wie man hier auf diesem Bild sieht, haben wir hier einmal David Yu und dann hier auf der anderen Seite jemanden von Alibaba Cloud. Man muss hier ganz klar sagen, das ist eine Partnerschaft mit Alibaba Cloud, nicht mit dem Alibaba E-Commerce Service. Das ist ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Aber natürlich könnte aus so einer Partnerschaft noch sehr viel mehr werden. Wir schauen uns jetzt aber auf jeden Fall einen sehr spannenden Thread dazu einmal an. Denn hier hat nämlich der gute Will Goes Meta, dem ihr auf jeden Fall auch sehr gerne auf Twitter und auch auf YouTube folgen könnt, einen sehr, sehr spannenden Thread zusammengefasst. Und er hat hier mehr oder weniger auch nochmal betont, dass natürlich die AWS-Server, das heißt die Amazon Web Services, mehr oder weniger für Amerika, Europa auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sind. Aber tatsächlich hier die Alibaba Cloud für den chinesischen Markt zum Beispiel super, super interessant sind und auch sehr wichtig sind, da zum Beispiel Alibaba im Prinzip das Amazon von China ist, beziehungsweise die Alibaba Cloud die AWS-Server von China sind. Dementsprechend hier wirklich ein sehr, sehr großer und interessanter Schritt, den Vivi hier geht. Und das zeigt meiner Meinung nach hier auch ein großes Interesse natürlich auch für den chinesischen Markt, was hier natürlich mit Alibaba Cloud dann dementsprechend auch umgesetzt werden kann. Und ich würde sagen, wir schauen uns auch mal hier den Kommentar an von David Yu, den er nämlich unter dem Post auch geschrieben hat. Und zwar hat er nämlich hier geschrieben: Looking forward to a new partnership and accesses into wider Asia Community. Das heißt, dass sie sozusagen hier auch versuchen natürlich die weiteren asiatischen Räume für Vivi zu erobern, beziehungsweise hier natürlich auch mit einzubeziehen. Und da ist natürlich der chinesische Raum natürlich auch extrem wichtig, auch für den langfristigen Erfolg von Vivi, da natürlich auch in China extrem viele Menschen leben und dementsprechend natürlich hier auch ein riesiger Markt für Vivi besteht. Das ganz Wichtige auf jeden Fall hier auch: Es gibt keine AWS-Server, wie gesagt, außer in zwei Regionen in China. Ansonsten ist das alles Alibaba Cloud. Finde ich meiner Meinung nach ein sehr interessanter Schritt, den Vivi hier geht. Und meiner Meinung nach zeigt das auf jeden Fall auch hier den Start der Lokalisation, beziehungsweise den Start der Anvisierung vom chinesischen Markt. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass mit einer der nächsten Sprachen, die wir hier sehen werden, unter anderem Mandarin sein wird, beziehungsweise Chinesisch spezifisch, da natürlich hier das Ganze dann auch relativ interessant wird, wenn man hier schon Alibaba hat, natürlich auch den chinesischen Markt in Zukunft mit einzubinden. Ob das Ganze doch dieses Jahr kommen wird oder nicht, das werden wir dann sehen. Aber meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Partnerschaft, die man definitiv nicht unterschätzen sollte. Und wie gesagt, es ist bis jetzt nur der Cloud-Service, aber es könnte natürlich aus dieser Partnerschaft auch noch sehr viel mehr werden. Zum Beispiel in Zukunft auch eine Partnerschaft in Richtung Collectibles, die man dann zum Beispiel über Alibaba kaufen kann, was natürlich dann für den chinesischen Markt spezifisch sehr, sehr wichtig wäre, da man ja dort im Prinzip kein Amazon so verwenden kann, da es dort im Prinzip nur Alibaba gibt. Dementsprechend meiner Meinung nach auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Schritt. Schreib du mir auf jeden Fall sehr gerne mal deine Gedanken zu diesem gesamten Thema unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Comic-Job an, und der ist nämlich von Disney und der wird nämlich hier zum 100-jährigen Jubiläum rausgebracht, unter anderem auch. Und das Ganze ist hier nämlich inspiriert, beziehungsweise diese Story ist inspiriert von einem animierten Shortclip aus dem Jahre 1937. Und wir sehen hier an dieser Stelle 5 Comics am Mittwoch, dem 12. Juli um 17 Uhr deutscher Zeit. Natürlich wie immer hier im Whitelist-Drop-System. Und das sind einmal die Comics, die wir hier sehen werden. Ich habe leider tatsächlich auch nicht weiteres zu diesen Comics online gefunden. Das heißt, möglicherweise sind das tatsächlich auch komplett neue Comics, die hier tatsächlich auch erscheinen, in Kombination mit Vivi bzw. Disney. Meiner Meinung nach auf jeden Fall ein sehr interessanter Schritt für alle Leute, die auf jeden Fall auch diese Stories mögen zum Lesen. Sicherlich auf jeden Fall sehr interessant. Hat das ganze Comic Wert? Ich würde persönlich das Ganze ehrlich gesagt nicht so hoch einstufen. Deswegen für mich persönlich auch kein Job, den ich mitnehmen werde. Aber trotzdem auf jeden Fall hier auch eine sehr interessante Entwicklung, was
Disney bzw. Mickey Mouse Comics online angeht. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall auch direkt die Drop-Details an für den Incredible Hulk. Hashtag 418 Drop aus dem Jahr 1962. Und hier sehen wir tatsächlich auch die First Appearance von Talos, unter anderem ein sehr wichtiger Charakter, unter anderem auch im Marvel-Universum. Ansonsten haben wir hier den Drop am 11. Juli um 17 Uhr deutscher Zeit. Das Ganze natürlich hier im Whitelist-Format. Und hier werden wir dann hoffentlich auch ein paar Bugfixes sehen, denn beim letzten Comic-Drop vom Hulk, Hashtag 1, da waren ja doch echt einige Probleme mit dabei. Kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob du Probleme hattest bei dem gesamten Job. Ich persönlich hatte keine Probleme. Ich habe tatsächlich von sehr vielen Leuten gehört, dass sie Probleme hatten. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auch die Comic-Cover hier direkt mal ganz kurz an. Wir haben hier natürlich wieder exklusive Rare wie auch Ultra-Cover. Ich persönlich finde die jetzt nicht allzu interessant. Nichtsdestotrotz hat das Ganze hier auf jeden Fall einen Listenpreis von 7 Gems und eine Editionzahl von 7500 Stück. An dieser Stelle natürlich hier auch die Verteilung. Ansonsten, ja, wenn wir uns mal die Daten auf GoCollect anschauen, sieht man eigentlich schon relativ schnell, dass es hier nicht wirklich ein spannendes Comic ist, wenn man hier auf jeden Fall auf die Preise schaut. Aber die Preise auf GoCollect, wie man jetzt sieht, eine 9,8 Karten für $75 ist einfach nicht gerade so viel. Ansonsten gibt es noch ein ganz kurzes Update zum Thema Comic. Vielleicht dem einen oder anderen ist es schon aufgefallen. In der App unter der Collection ist es jetzt möglich, hier auch seine markierten Comics zu finden. Finde ich persönlich einen sehr interessanten Schritt, was man aber leider sagen muss, dass das Ganze etwas unfertig ist. Man hat jetzt zwar hier unten My Comics Wishlist, aber tatsächlich auch nur die Comics im Allgemeinen. Also man hat jetzt keine Rarität spezifisch und man kann auch tatsächlich nicht den Market sich aufrufen und dann sozusagen darüber direkt sich das Collectible kaufen. Meiner Meinung nach hier leider etwas, was ja so ein bisschen unfertig wiedergekommen ist. Finde ich an dieser Stelle schade, hätte man definitiv besser machen können. Aber es geht auf jeden Fall hier in die richtige Richtung. Ich hoffe, dass es auf jeden Fall in den nächsten Wochen oder auch Monaten dann endlich auch vollständig existiert hier, dass man dann auch wirklich direkt auf den Markt zugreifen kann, plus die Raritäten auch adden kann. Wann das dann wirklich kommen wird, kann ich euch natürlich nicht sagen, aber hier auf jeden Fall meiner Meinung nach an sich ein sehr interessanter Move. Denn so kann man auch endlich mal die Comics wirklich auch finden. Das war nämlich tatsächlich davor gar nicht möglich. Und ansonsten war es das an dieser Stelle heute auch schon wieder mit diesem ganz kurzen Video zu den aktuellsten Dingen bei Vivi. Wenn dir das gesamte Video gefallen hat, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend und bis dann, der Captain. Ciao, ciao.